So, Xio hier zurück mit Final Fantasy 15. Im letzten Part haben wir diese Basis von Niflheim hier ordentlich auseinandergenommen. Und jetzt waren wir gerade dabei zu gehen und zack, wie heißt die Ariane? Keine Ahnung, auf jeden Fall Highwind mit Nachnamen. Ist gerade aufgetaucht und will Stress machen und jetzt wollen wir mal schauen, wie wir hier in den Kampf klarkommen. Ich habe gerade noch schnell offscreen eine Fähigkeit hier erlernt und zwar bei Gladio die Initiative. Ja, er lässt Gladio zu Beginn des Kampfes den nächststehenden Gegner angreifen. Könnte ganz praktisch sein, jetzt hat auf jeden Fall jeder von unseren Partnern hier mindestens 3 Angriffsfähigkeiten. Wird alles, denke ich mal, ganz praktisch sein, okay. Und ich habe Noctis nur ganz schnell noch die Delta-Dolche und das Feuer ausgerüstet. Ich könnte mir vorstellen, dass ein bisschen mehr Speed bei, also eben wegen den Dolchen, nicht verkehrt sein könnte. Aber mal schauen, wie wir so mit ihr klarkommen. Wir starten jetzt einfach mal. Okay. Okay. Sie hat auf jeden Fall ein paar schicke Kombos. Aber macht nicht so viel Schaden, Gott sei Dank. Aber ich könnte, ich denke mal, wir machen gleich mal klar Schiff und greifen mit den Königswaffen an. Hauen mal ein bisschen drauf und ich würde mal sagen, wir gehen bis zu der Hälfte des Limit-Balkens. Oh. Oh oh. Nee. Oh, sie hat... Sie hat hier was zerstört? Was war das? Also so ein Ort, wo wir Dingens hätten. Wie heißt... Ein Punkt Warp und ich hau da mal... Das sind ein paar Einheiten. Aber wir haben sie schon fast. Aber trotzdem würde ich erstmal die Soldaten hier wegmachen, weil das geht mir dann doch ein bisschen zu sehr auf die Nerven. Und parieren. Sehr schön. Okay, noch ein bisschen. So. So, haben wir sie? Ist sie abgehauen? Is it that time already? What time? Quitting time. Sorry, but this girl doesn't work after hours. I could, but there wouldn't be a single gill in it for me. Aww, we should play again sometime, pretty boy. She. I'm still worried about Iris. I imagine she's fine, but we shouldn't keep her waiting. Sehe ich auch so. Und Noctis zieht sich die ganzen Ladies, was ist denn da los? Aber ja, das sie ist anscheinend diejenige, von der der General da von den Niven da gesprochen hat. Er hat sich anscheinend ziemlich über sie aufgeregt, also anscheinend ist sie ja eine Söldnerin. Wie es scheint, wie sie hat ja auch gerade davon geredet. Sie macht keine Überstunden und sie arbeitet nicht, wenn kein Gil für sie da drin ist. Also, Das ist die Frage. Ist sie gerade eben vom Imperium geschickt worden, um Noctis zu zerlegen? Oder war das gerade, ja, spontane Entscheidung von ihr, oder was? Did you kick their asses? Oh yeah. All in a day's work. Hey, mind if I hang in your guys room for a bit? Na, automatisch, okay. Gut. Hätten wir das auch geschafft, wieder eine Basis zerlegt. Und wir kriegen wieder ordentlich Erfahrungspunkte. Ich glaube, wir müssen echt in der nächsten Zeit keine Nebenquests oder so machen, weil... Schaut euch den Level an. Ich meine gerade eben, wie... Highwind hatte gerade mal Level 26. Da waren wir dann doch ein bisschen drüber. Oh, hey, it's me. Not a bad shot, if I do say so myself. Not bad. It's great. You could be a professional cameraman. I hold on to the hope. Ja. Well taken. Maybe I can make a living out of this. Das hat Iris auch gerade gesagt. So, das ist in der Basis und hier. Wow, wann hat Prompto dieses Foto gemacht? Da muss ich das vorstellen. Sie greift gerade Noctis an und er rennt schnell hin. Hinter Noctis schnell dieses Foto. Na, nehmen wir mal mit. Oh, ein Foto von Iris, das nehmen wir auch. Morning. Hey. Ignis gleich mal wieder übermotiviert. Yay, und Iris ist im Team. Ja. Your weapon is ready and waiting for you. Yeah, alles klar. Aber
Ja, dachte ich mir. Die sind ja jetzt im Moment nicht in Hammerhead, sondern warten ja dort unten auf uns. Jetzt muss ich mal ganz kurz auf die Karte schauen. Wir müssen jetzt hier runter. Das ist, okay. Da an diesen, wie hieß sie dort nochmal? Kalm? Oder wie auch immer. Oh, das sieht so, das sieht aus, als könnte hier ein Dungeon sein oder so. Da ist nämlich noch so ein Weg. Na, mal schauen. Vielleicht, na, Königswaffe und so? Naja. Gut, dann würde ich mal sagen, fahren wir gleich mal weiter, ne? Hey, yes. Hey. Moin, moin. Oh Gott, Iris hat zu wenig... Oh Gott. Iris hat zu wenig Leben. Yep. Fahren wir gleich mal weiter. Oh, ich habe echt Angst davor, wenn wir mal irgendwie... uns in den Kampf stürzen müssen. Da hoffe ich mal, dass Iris nichts passiert. And away we go. So, machen wir mal andere Musik. Hm, immer noch bei der DC der Final Fantasy Musik sind wir hier. Ist ganz schön viel. I could have gone another round. Given her prowess, you should be glad you didn't. Yeah, the Loki guy was nothing compared to her. Though we may not have fared so well without the Marshal. Think things would have gone differently if he were here now? She offered to play again. Maybe we'll get the chance to find out. Hm, ja, hoffentlich werden wir ihn nochmal begegnen. Und ich muss sagen, ich weiß schon ein bisschen, also ein bisschen mehr, was es mit hier auf sich hat. Ja, die Spoiler sind leider überall. Ich sag da jetzt mal weiter noch nichts dazu. Aber es ist halt echt schwer, das Spiel ist jetzt, also jetzt ist, heute ist glaube ich der, während ich das aufnehme, ist der 8. Januar. Also ich nehme sehr, sehr viel im Vorrat auf. Einfach, weil ich muss viel aufnehmen, weil es ist fast unmöglich, den ganzen Spoilern auszuweichen. Deswegen versuche ich einfach, ich nehme einfach auf und schaue, dass ich möglichst viel von der Story einfach mitbekomme, bevor ich irgendwie was rausbekomme, weil das ist halt einfach das Problem daran, dass ich das halt hier blind spiele und gerade halt so ein top aktuelles Spiel, da muss man echt so viel im Vorrat aufnehmen. Die Sache ist halt, wenn ich mehr Parts veröffentlichen würde. Never been one to turn down an invitation. If what they say about the Malmalum thicket is true, then we might just find what we're looking for here. Das klingt doch nach einer Königswaffe. Gehen wir einfach mal. Ja genau, ich könnte, wenn ich mehr Parts hochladen würde, dann, ja, würde ich auch nicht so viel in Vorrat aufnehmen. Ich meine, ich finde es auch blöd, dass ich so wahnsinnig viel in Vorrat aufnehme. Too many monsters. You kidding? What could be better than roughing it out here? A million other things could be better. Klar, du, ich würde nicht so reden, während deine Schwester da ist. Ich meine, ihr könnte was passieren. Ja, genau, aber mehr Parts kann ich leider nicht veröffentlichen. Das geht leider nicht bei, hier bei meiner Internetleistung. Das ist leider nicht im Rahmen des Möglichen. Na gut, aber dann schauen wir doch mal weiter. Wir müssen jetzt nach da vorne. Hab ich nicht gesagt. Hab ich nicht gesagt. Ich hab gesagt, hier ist ein Weg, da könnte doch irgendwas sein. Als hätte ich es gerochen. Oh, while you guys were gone, I saw a chocobo run past and it had a person on its back. Have you guys ever ridden one before? I bet it'd be super fun. Funny you should ask. Knocked. Call a bird for the lady. Das wollte ich schon gerade machen, ne? Möge er erscheinen und das ist mein Kokobo. Und jetzt, ich frage mich, ob sie ihren eigenen hat oder ob sie bei, vielleicht bei Gladio mit drauf ist. Sie hat ihren eigenen und er ist rot. Ah. Das gefällt mir. Und da ist noch gleich ein Refugium. Wie viel Elementarenergie haben wir eigentlich, by the way? Yay, praktisch gar nichts. Dann nochmal kurz absteigen. We'll meet again. Dann nehmen wir mal die Elementarenergie mit, weil die werden wir gut gebrauchen können. So, wo ist denn hier die Eis- und Blitzquelle? Da vorne ist die Blitzquelle. Rain. Oh, super, es regnet. Nee, komm schon, Noctis. Gib dir mal mehr Mühe. Na komm schon. Das kann doch wohl nicht wahr sein. So, jetzt aber. Okay, gut. Quelle Nummer 2. Und wo ist das Eis? Eis geht bekanntlich immer. Nirtor. Ach, da vorne. So. Gut, schnappen wir uns das noch. Wird zwar nicht für Ramagie wahrscheinlich, also gerade noch so für Ramagie reichen, aber
Naja, ich denke mal, wir sind momentan noch ganz gut versorgt eigentlich mit Magie. Wir haben ja noch ein bisschen Blitzgar übrig und hier haben wir auch noch ein bisschen Feuer. Also, alles in Ordnung. So, ich denke mal, ja, wir müssen den Weg hier folgen. Hm, hier liegt noch was. Thanks for the ride. Ach. Ich wollte sagen, pfeif drauf, aber nein, wir nehmen das jetzt mit. Oh, thanks, buddy. So. Ihr hättet ruhig alle auf den Kokobus bleiben können. Ich wollte nur das Ding schnell einstecken. Wehe, jemand beschwert sich, dann seid ihr selber schuld. Gruselige Brücke. Naja, gut. Könnte schlimmer sein. Ach, da unten, okay. Sind das Seeteufel oder nur normale Sahagis? Oder Sahagin? Je nachdem. Die hatten eine Blitzschwäche, oder? Bin ich mir ziemlich sicher. Dann rüsten wir gleich mal wieder den Dreizack aus. Sind das Seeteufel? Das sind Seeteufel. Oh ja, kriegen wir hin. Ein Warp-Angriff mit Schadensmultiplikator 2. Ja doch, das müsste doch funktionieren. Gibt's da weiterhin noch einen anderen? Ja, hat funktioniert. Hat funktioniert, hallo? Ach, wir müssen auf den bestimmten Gegner einmachen. Ja, herrlich. So, jetzt aber. So, was hat ich... Iris nochmal für eine Fähigkeit? Nee, nicht Aufgaben, Ausrüstung. Iris, sie kann auch nicht kämpfen, deswegen wird sie sich hoffentlich raushalten. Ein gemeinsamer Angriff mit Gladio auf einen Gegner, okay. Das werden wir bei Gelegenheit ausprobieren. Iris, bleib schön. Halt dich schön aus dem Kampf raus. Ich möchte nicht, dass du verletzt wirst. Okay. Okay. Wow, das war cool. Wir könnten wieder ganz gut die Elementar-Aura gebrauchen. Ich wette, sie haben eine Eisschwäche. Da ja anscheinend Blitz nicht ganz so gut funktioniert. Und gleich wieder parieren. Sie hatten Mogli auf ihn geworfen, sehr schön. Wenn einer von euch Iris wehtut, dann gibt's aufs Maul. Also da verstehe ich keinen Spaß bei sowas. Ignis, helf mal mit. Als wäre Noctis noch nicht so der Edgelord schlechthin. Obwohl, naja. Gladio ist schlimmer. Aber nicht dieser Gladio, sondern der Gladio aus Pokémon Sonne und Mond. You guys kick ass. You mean it? Yeah, you look cool doing it too. Yeah, we get that a lot. Don't take it apart. Oh Gott, die sind alle so niedlich. Ich mag diesen Squad. Ich glaube, ich habe es schon oft genug gesagt, aber ich muss das wieder sagen. So, wo ist mein Kokobo? Wo ist mein verdammter Kokobo? Und weiter geht's. Gut, wir sind aber schon ganz schnell dran. Ahaha, ein Dungeon. Ich hab's doch gesagt. Als hätte ich's gerochen. Und irgendwo hier, genau, da war irgendwo eine Funkstelle. Huh? Was ist das? Ach, nur ein Spindelhorn, also nichts weiter Gefährliches. Und der Kokobo macht wieder Stress. Oder auch, doch, macht er. Halt drauf. Ja. Ach nein, der führt den Kokobo Cha-Cha-Cha auf. Und ich sehe ihn fast nicht wegen diesen verdammten Büschen, aber oh Gott. Au. Ich sehe hier fast gar nichts, Mann. Ah, diese Spindelhörner. Und, sind das nur zwei Gegner? Gladio, einmal bitte den Dämmerbrecher. Okay, sehr schön. Noch mehr. Want some?
So. So, und? Okay. Wer der erledigt? Einer ist es noch? Oder zwei? Nee. Oh, Killerbienen. Rap woanders, mein Freund. Nicht hier. Und damit die Hörner zerstört. Oh, anscheinend hat er eine Blitzresistenz. Okay. Ja, das war schon wesentlich mehr Schaden. Oh. Und ein Mega-Phönix. Sehr schön. Und übrigens, Kokobo, good job. Bin sehr stolz auf dich. Guter Kokobo, feiner Kokobo. Ganz ehrlich, wenn ich die Möglichkeit hätte, auf ein Kokobo zu reiten, ich würde es sofort tun. Ich finde diese Tiere so toll. So, aber das war die einzige Fundstelle hier, oder? Oder gab es hier noch mehr? Nee, sah nach der einzigen aus. Ich meine, gut, so ein Mega-Phönix ist nice to have, aber ich... Wir werden es möglichst vermeiden, ihn einsetzen zu müssen. Was sind hier noch für... Noch okay, noch mehr Spindelhörner muss da nicht unbedingt sein. So, wir könnten jetzt hier durch den Wald rennen oder dem Weg folgen. Wir folgen den Weg. Und da ist ein Schild, was steht denn da drauf? Aber solange Gegner in der Nähe sind, können wir auf dem Schild wahrscheinlich... Ja, nichts lesen. Und jetzt bin ich auf dem Kokobo abgestiegen. Heißt, wir können auch nicht hier irgendwie nochmal aufsteigen, solange wir im gegnerischen Gebiet sind. Entwertete Banknote. Ich glaube, das macht unsere Magie zu EP-Magie. Okay, was steht denn hier drauf? Malmalam-Wald, oder? Malmalam-Wald, Zutritt für Jäger verboten. Wie weit ist es noch? Oh ne, wir sind schon quasi davor, also... Ja, lohnt sich gar nicht mehr aufzusteigen. Aber müssen wir Iris echt mit... Iris. Es wird Iris ausgesprochen, muss ich mir jetzt mal merken. Ist es eine gute Idee, sie hier mit in den Dungeon mitzunehmen? Na doch, rufen wir nochmal, das sind doch noch ein paar Meter. Wo ist er denn? Da. Let's go. Aufsteigen, dankeschön. So. Gut, 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 gut. Okay, da geht's rein. Dann wollen wir mal sehen, was uns da drin erwartet. Ich rüste gleich mal wieder erstmal bei Prompto die Sternenhülle aus. Und bei Noctis, denke ich mal, gönnen wir uns gleich mal wieder die Dolche. Are you up for it? Step lightly in here. There's no telling what'll crawl out of the woodwork. Was ist das? Alraune? Was? Level 32, okay. Okay, das scheint aber nicht so der typische Dungeon zu sein. Wow, was ist das für ein Vieh? Sehr gut. Und war's das? Gibt auch gute Erfahrungspunkte. Okay, ich glaube, wir brauchen hier wahrscheinlich doch nicht die Sternenhülle. Dann rüsten wir einfach mal wieder den Schnappschuss aus. Vielleicht haue ich mal ein bisschen Magie rein. Ich denke mal, Feuer wird denen nicht so gefallen. Okay, ja, das ist... Ah, cool, das hat sie direkt erledigt. Nocte steht in Flammen. Okay. Also sie haben auf jeden Fall eine Feuerschwäche. Oh Gott, Soldatenwespe. Igitt. Und die haben auf jeden Fall eine Eisschwäche, das weiß ich. Und Dolche funktionieren auch ganz gut. Ah, ich hasse wirklich fliegende Gegner sind ätzend. Okay, ich habe die Elementar-Order. Bitte mal hier aushelfen. Oh, bei dem Angriff müssen wir das... Dieses...
diesen Rauch, den dieses Vieh erzeugt, ist echt gefährlich, weil das erzeugt Konfus und das ist jetzt bei Noctis nicht ganz so schlimm, aber bei den anderen ist es echt furchtbar. Icky. Naja, den Spruch kennen wir schon. Was ist das? What's what? I've come up with a new recipe. Can't wait to try it. Ich bin mir nicht ganz sicher, sind das Pilze oder irgendwelche Blumen? Malmignon, okay. Sagt mir überhaupt nichts, weiß nicht, ob es das in der Realität auch gibt, aber naja. Dann würde ich auch mal sagen, wir beenden das mal für heute. Das war's mit Final Fantasy 15. Beim nächsten Mal, ja, erforschen wir mal hier den Dungeon. Bis dahin, ciao.